Hi Freunde von Matsch, Wasser und Hindernis, hier ist der Toto wieder. Ja, die Weihnachtszeit ist rum, war jetzt eine Woche lang Pause, habe ich kein Video hochgeladen, nichts gemacht und sowas. Es tut mir leid dafür, ich war natürlich nicht untätig, ich habe ein bisschen Sport gemacht. Ich denke mal aber euch jeden Tag oder jeden zweiten Tag wieder eine Laufeinheit zu posten und euch zu präsentieren, denke ich mal, wird auf Dauer auch langweilig. Ich hoffe einfach, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und rechtlich beschenkt natürlich, habt vielleicht bei der Weihnachtsgans ein bisschen weniger zugeschlagen. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie habt ihr Weihnachten gefeiert? Habt ihr mit der Familie gefeiert? Habt ihr alleine gefeiert? Was gab es zu essen? Was habt ihr tolles geschenkt bekommen? Habt ihr Sportsachen bekommen? Wie sieht's aus? Lasst mich teilhaben ein bisschen. Ihr seid ja auch Teil von mir geworden und so würde ich mich freuen. Ja, heute geht es dann nach Weihnachten endlich wieder los. Ich hoffe, man hört jetzt nicht so den Squash-Sound nebenan. Ich quäle heute wieder meinen Kurs im Functional-Bereich. Ihr seht das hier immer wieder. Das ist halt eben so ein bisschen klein meine Folterkammer, wo ich meine Kursteilnehmer ganz gerne im Functional-Fitness fit halte, fit mache. Es ist so eine Art Crossfit, darf man natürlich nicht sagen. Doch, man darf sagen, es ist eine Art Crossfit. Functional Training, ganz klar. Oder halt eben McFit hat ja das auch, dieses High Five. Es ist ein funktionelles Training, das heißt körpereigenes Gewicht, keine großen, schweren Maschinen. Wir arbeiten mit Kettlebells, wir arbeiten mit Sandsäcken, wir arbeiten mit Ropes und viel halt eben mit eigenem Körpergewicht. Das mache ich halt eben ganz gerne. Dienstags und freitags finden bei uns die Kurse immer statt. Und das heißt endlich wieder für mich andere Leute quälen. Ich gucke immer ganz gerne. Das ist immer so, mein Kurs ist immer so mein Versuchsobjekt. Also manchmal mache ich die Sachen vor für mich im Training und lache die ein bisschen ab für den Kurs. Aber manchmal mache ich es halt eben auch andersrum, wo ich halt eben alles klar den Kurs das testen lasse und wenn die das durchhalten, dann denke ich mal, schaffe ich das auch. So, meine Freunde, jetzt habe ich leider nicht viele Videos machen können, aber ich habe meinen Kurs erfolgreich hinter mich gebracht oder meine Kursteilnehmer erfolgreich hinter mich gebracht. Denen hat es echt gefallen, die haben wir mal wieder schön im Functional-Kurs durch die Gegend gescheucht mit ein bisschen Körperkraft und Körpergewicht. Danach haben wir noch ein bisschen Tabata schnell für das Herz-Kreislauf-Kardiosystem gemacht. Sehr, sehr schön und noch ein bisschen am Schluss Mobility, Yoga, Pilates eingebaut. Ja, ich warte jetzt noch kurz, gleich geht es wieder aktive Regeneration, sage ich ja auch immer wieder. Sauna finde ich eine ganz gute Sache. Ich habe heute wieder Dienstagabend Saunaaufguss. Ich denke mal, da lasse ich mir wieder was Schönes einfallen. Zum Jahresabschluss jetzt irgendwas mit Crushed Eisen, leckere Mischung, Orange, Polarfrische oder sowas. Was haltet ihr von Sauna? Aktive Regeneration? Habt ihr da Erfahrung? Wie handhabt ihr es so? Ich kann es nur positiv dafür sprechen. Schreibt es mir doch unten in die Kommentare, was ihr so als aktive Regeneration macht. Und ansonsten, denke ich mal, melde ich mich gleich nochmal nach der Sauna und sag dann einfach bis gleich. Jo, hi, so. Sauna habe ich hinter mich gebracht. Leckerfallung, das war mal eine schöne Schwitzrunde. Ein bisschen Lemon habe ich ja aufgegossen mit Meersalzpeeling und einem Honig. Danach zum Einreiben. Sehr, sehr cool. Das hat den Leuten auf jeden Fall gefallen. Ja, ihr seht es, ich bin mal wieder bei mir in der Boulderhalle. Mal ein bisschen wieder die Funde. Mal gucken, ob von Weihnachten noch die Funde heute noch klappen. Gas geben. Ich habe nur gerade eben mal ein bisschen rumgeguckt. Ich kann es euch nochmal zeigen. Also viel hat sich nicht geändert. Ich war ja mit Team AE. Das Video kommt auch noch. Am 17., also am 4. Advent, waren wir hier in der Boulderhalle. Das werde ich definitiv auch noch machen. Das Video, das werde ich noch schneiden und euch zur Verfügung stellen. Und ja, von daher, als ich die Strecke da hatten sie schon was geändert. Hier haben sie jetzt seitdem, was ich gesehen habe, nicht mehr viel geändert. Und ja, jetzt lasse ich einfach mal ganz gemütlich den Dienstagabend ausklingen. Jo, Freunde, so eine Stunde oder anderthalb Stunden Griffkrafttraining habe ich wieder hinter mir. Zwei Routen, die ich beim letzten Mal beim Team AE klettern oder Bouldern nicht geschafft habe, habe ich heute geschafft. Leider natürlich die Kamera nicht in dem Moment angehabt. Heute war wieder ein sehr, sehr guter Tag.
fand ich, waren jetzt über eine Woche lang nicht bouldern und das merkte man einfach schon, dass die Kraft da, der Körper war gut regeneriert. Mir hat es ja sehr viel Spaß gemacht, also ich fühle mich hier echt langsam wohl. Das wird hier, glaube ich, wirklich mein zweites Zuhause sein, meine Heim-Boulder-Halle. Sehr coole Boulder, sehr gut coole Probleme, so heißt es halt, haben sie wieder hier gesteckt und geschraubt. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Und damit soll es dann auch für dieses Video endlich mal wieder gewesen sein. Ja, ansonsten, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, teilt ruhig das Video bei euch im Facebook-Profil, schreibt mir da auch nochmal eine private Nachricht oder sowas. Fragt mich, wenn ihr Interesse habt. Ich will einfach wissen, was haltet ihr davon, von dem Ganzen. Lasst mich ein bisschen teilhaben und sage bis dann und ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Euer Toto von Toto Goes to WTM 2017.